Ja, und auch Entertainer Michael Seider hat etwas Neues präsentiert, und zwar gestern Abend sein neues Programm. Diesmal singt und tanzt er darin nur kurz, sonst gibt er den Comedian. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Michael Seider. Wie er lacht und lebt. Meine Frau hat diese Idee eigentlich gehabt. Die hat gesagt, seit einigen Jahren, ich soll ein Buch schreiben über mein Leben. Michael Seider, eine Komödie. Und dann haben ein paar Fans gesagt, ah, wir haben so gern, wenn du Geschichten erzählst. Weil ich beim Fan-Treffen immer Geschichten erzähle. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Du spürst dieses, wie wenn ich so kleiner Bub war. Das war auf einmal wieder da. Wir schreiben das Jahr 1963. Ein Blick auf die Welt. Schatz, ich habe die super Idee, wie gesagt, ich mache ein Kabarett über mein Leben. Nur die ganzen Sachen, wo ich mich im Schmäh halt selber. Der Entertainer Michael Seider betritt mit seinem aktuellen Programm neues Terrain. Der ehemalige Kampfsportler, Stepptänzer und Sänger steht erstmals als Comedian auf der Bühne. Geschichten aus seiner Jugend, seiner Karriere und seinem Simmering bilden den Rahmen des Programms. Ich weiß noch, wie wir das erste Mal hingekommen sind. Ich bin ausgestiegen aus dem Autobus und ich bin dort gestanden und immer noch. Da will ich nicht einmal tot über den Zaun hängen. Auf einmal kommt einer aus dem Haus raus, ich vergesse nie, ja, hat auf diese Russenmütze, die Sie kennen, diese braunen, mit den Uhrwascheln. Jetzt passen Sie auf. Die Uhrwascheln aber nicht unten, sondern so gestellt. Wie man es jetzt ertragt, so ein bisschen auf Mode und auf Jappi und jung und so. Und wie er weg ist, sagt die Mama, mit dem würde ich euch nicht sehen, das ist ein Bücher. Es war mir wichtig, die Geschichten zu erzählen, die auf witzige Art und Weise, Hintergrundstories. Sie müssen sich vorstellen, da war meine große Schwester damals nicht mit, die hat ihm noch geheiratet. Ja, ich habe noch, war ja noch viel früher aus der Michi auf der Welt in Simmering. Und von dem, was er natürlich alles erzählt hat, kenne ich natürlich alles. Stepptänzer, Sänger, Wiener Lied, Autor, jetzt auch noch Comedian. Irgendwann einmal muss Schluss sein. Ja, ist wirklich genug. Nein, also er kann alles, offensichtlich. Eine Hans Dampf in allen Gassen, ein Seider in allen Gassen. Was wird aus Anna im Regen? Anna nass. Ist für mich einer der letzten Wiener Originale. In einer Zeit, wo diese bunten Hunde im Aussterben sind, müsste man einen Wien eigentlich in Gold fassen. Turn around, Michael, kick, spin, oh! Ja, und mehr darüber vor allem zum musikalischen Werdegang des Künstlers sehen Sie dann in Daheim in Österreich ab 17:30 Uhr hier in ORF 2.